Hallo und herzlich willkommen zu Conquest of Champions, einem weiteren Free-to-Play-Check. Es ist ein Crowdfunded-Spiel eines Mixes aus Trading Card Game und Tabletop. Also vom Prinzip her so wie ist das Spiel von in Minecraft machen. Scrolls? Was? Scrolls? Scrolls war das, ne? So in dem Mix. Free to play. Crowdfunded. Kann man sich auf jeden Fall anschauen. Und das werden wir jetzt auch tun. Ich muss mir da allerdings noch einen Account erstellen. Allerdings könnte man da eine Rasse oder so aussuchen, deshalb wollte ich das noch nicht machen. Und ich würde sagen, wir schauen uns das gleich mal an. Ich weiß gar nicht, ob man hier schon irgendwas machen kann. Hier muss ich erst direkt einen User erstellen. So, jetzt haben wir nämlich hier, Choose Your Faction, Tap to Learn More, also es gibt Stonehold, Briarwood und Embercoat. So, schauen wir mal. The Gallant Dwarfs and Constructs of Stonehold are known for their unyielding pursuit of order. Ist da noch runter? Nee, war einfach nur dieses, okay. The elves and beasts of Briarwood use magic and nature to try to preserve balance of the world, or to the world. And the Ember Cult has demons and undead monstrosities. They lead the force of the Ember Cult, sowing seeds of chaos and despair. Ich würde ja zu denen tendieren, oder? So ein bisschen hier die Harten im Garten. Jetzt mache ich kurz einen Schnitt, damit ihr nicht alles seht, was ich hier. Creating your new user account, logging in, saving your faction, and that's it. So, lass mich nochmal zurückgehen. Das ist übrigens wieder so ein Spiel, wo man nicht die Lautstärke hier ändern kann. Das liebe ich, aber ich habe noch eine bessere Alpha gefunden, nämlich von einem lustigen Sportspiel namens, habe ich vergessen, irgendwas mit S und Ball. Denn da hast du erstmal, wenn du auf Optionen und Audio gehst, erstmal coming soon oder so, ja. Yeah. Not yet in Beta. Oder Alpha. Ist noch Alpha, glaube ich. So, was haben wir denn hier? Cards, sagt er uns irgendwie 18 Dinge an. Pro Tips. Difficulty easy. What? Haben wir jetzt eigentlich trotzdem alle Dinge? Ne, oder? Der lädt auf jeden Fall elendig lange. Man kann sie sich kaufen oder was? Mit, ist das echt Geld? Ja. 15 Euro für 120 und der Champion kostet 40, also 5 Dollar, sorry, also 5 Dollar. Schon mal gar nicht so wenig, ne? Muss man sich dann alle Karten kaufen? Nee. Muss ich nur die Helden kaufen mit Echtgeld und die Karten dann mit Ingame. Zeugs tippe ich jetzt mal. Die Ladezeiten finde ich ein bisschen lang für ein Trading Card Game. Crafting allows you to combine components into epic cards like totems and dragons. Recipes are gated by your faction level. Unlock recipes by earning faction experience. Upgrades a mine to produce twice as many minerals, can only be used once per turn. Um das zu craften, bräuchte ich jetzt ein Ruby Nugget, Gold Nugget, Granite Block und Chisel. Sehe ich das richtig? Ja. Ich habe nichts davon. Oder noch mehr sogar hier, oder? Noch ein Hammer und ein Emerald Nugget. Okay, was ist das da? Damit kann man irgendwie filtern. Okay. Na gut, aber das wollte ich nur kurz gucken. Store. Gucken wir mal, was man so kaufen kann. Hero Decks. Was waren die Ideen genau? Also man kriegt nicht nur den Helden, sondern scheinbar auch noch ein vorgefertigtes Deck. Ein Starterdeck mit 34 Karten. Für die 5 Dollar. Ist dann, ja. Man muss mal selber wissen, ob man das zahlen will. 5 Dollar. Für ein vorgefertigtes Starterdeck. Ansonsten, hier bezahlt man mit Gold, das musst du ja ingame kriegen, den kriegst du
5 random deluxe rewards. Rewards include cards from any faction as well as components used to craft exotic dragons and totems. Ich glaube, das hatte Scrolls auch. Ich habe es nie gespielt, ich habe es mir damals angeguckt und ich glaube, es hatte dasselbe, was ich ein bisschen doof finde. Weil du kriegst aus den Packs halt Karten für alle drei Fraktionen, aber du spielst ja nur eine, wenn du nicht Geld ausgibst. Ne, das finde ich so ein bisschen doof. Dann würde ich lieber Karten nur für meine Fraktion kaufen wollen. Das kostet hingegen wieder echt Geld. Dafür hast du da drei random, also drei Common Cards, zwei Uncommon Cards und eine Mind Card. 10% Chance Non-Rare Cards are upgraded to Next Rarity. So, also 10% Chance, dass die eine der fünf Karten, oder also jede Karte hat eine Chance, auf um zu 10% eine Stufe seltener zu werden, ja. Also es wäre dann von Common wäre es wahrscheinlich Rare, tippe ich mal. Von Uncommon wäre es dann Common. Und hier hast du eine Rare-Karte sicher. Nur ist noch dasselbe. Und das wären dann 2,50 oder so, ne? Nee, hä? 35? Hä? Achso, man kann nur... Ah, jetzt verstehe ich, ja. Es kostet 25. Aber es ist wie bei vielen Free-to-Play-Spielen, oder bei, zum Beispiel bei Social Games, du kannst Kristalle immer nur in Packs kaufen, ja, also sagen wir für 5 Dollar, für 10 Dollar, für 15 Dollar. Und so, dass immer was überbleibt, und dann siehst du, oh, guck mal hier, da fehlen mir nur noch zwei Dinger. Aber dafür müsstest du dann wieder Geld ausgeben, ja, es hat, LOL macht das zum Beispiel auch so, ja. Du siehst dann immer Heldenangebote oder sowas, 6,99, ja. Dann kannst du immer diese Echtgeld-Packs kaufen für die Währung. Also, du kannst ja die Währung für Echtgeld kaufen. Und dann kriegst du, sagen wir mal, was habe ich jetzt gesagt, 6,99 für einen Helden. Dann sagen wir mal, du kriegst irgendwie 1350 dafür, ja. Wo du dir einen Helden kaufen kannst und für den zweiten fehlt dir dann ein bisschen, ja. Und das ist immer so ein bisschen der Haken dahinter. Musst du immer gucken, genau, ob du dir das kaufen willst und ob du damit das kriegst, was du wirklich willst. So, jetzt habe ich auch schon wieder so viel gelabert. Gucken wir mal schnell noch weiter. Man kann sich auch Coins kaufen. Ja. Quiz. Sorry, das hat mich wieder auf die Seite, irgendeine Seite geleitet. Ich hoffe, das hat die Aufnahme nicht unterbrochen. Wahrscheinlich nicht. So, was ist das hier? Avatars, ja. Kann man sich hier wahrscheinlich auch kaufen oder so. Ich nehme jetzt einfach mal den da. Mehr kann man noch freischalten. Gifts. Ach so, das ist ja gut. Wenn du eins von den Backup-Packs gekauft hast auf der Seite, ist ja wie gesagt crowdfunded, ne? Dann kennt ihr das ja, gibt es noch verschiedene Packs. Je nachdem, welches Pack du gekauft hast, kriegst du hier dann natürlich deine Rewards dafür. Okay. Haben wir das... Da war das Store, ne? Das Deck. Können wir nochmal kurz gucken. Wir haben ein vorgefertigtes Deck mit 14 Soldaten, 4 Spells, 4 Enchantments und 8 Minen. Kommt das hin, dass wir in 8 nochmal 38 Karten stellen. Dann Crafting hatten wir ja gerade. Dann haben wir noch Fusion. Fusion allows you to level up your favorite cards by destroying your unwanted cards and components. Das hatte Might and Magic Heroes of Champions auch. Das war auch ein ganz gutes Spiel. Ist auch free to play. Man muss allerdings viel spielen. Da muss man sich eigentlich muss man sich da schon Karten kaufen, wenn man vorne dabei sein will. Ansonsten kriegst immer hier und da Packs. Du kannst dir ein paar weniger seltenere Packs kaufen. Und es gibt immer viele Packs durch Achievements. Du musst aber viel spielen und immer wissen, was du machen musst. Das kann man im Forum zum Beispiel nachlesen. Aber an sich war es sonst ein gutes Spiel. Und es hat zum Beispiel so Turniermodus, das hat Spaß gemacht. Und Duelle kann man da auch machen. Auf jeden Fall auch gut. So, aber wir waren ja jetzt hier, ne? Und Fusion. Fusion allows you to level up your favorite cards. Und hat den auch, das hab ich jetzt vorgelesen. Each level grants
2 damage, 1 death and 5 HP. The amount of XP granted is based on card rarity. Duplicate cards grant double XP. Components grant half XP. Duplicate cards, das heißt, wenn ich zweimal dieselbe Karte reinpacke, kriege ich doppelte XP oder was? Und Components, also so irgendwelche von diesen Emeralds oder so, die ich da hatte, die bringen nur die Hälfte. Sehe ich das richtig? Hä? Achso, der Drag Soldier hier to upgrade. Achso. So, ich kann damit nur irgendwas upgraden. Könnte ich denn da welche reinpacken? Wahrscheinlich kann ich das nicht, weil das ja nicht meine Karten sind. Die sind ja nur. Jetzt, für Starterdeck. Machen wir immer noch jetzt hier irgendwie 18 Karten. Sind sogar ein wenig animiert. Habe ich die Karten denn jetzt auch? Nee. Und ich habe nur die mit den Sternen dran. Die restlichen sind wahrscheinlich trotzdem alle restlichen Karten von der Fraktion. Irgendwie neige ich dazu, immer so viel zu labern am Anfang, ne? Aber ihr könnt ja immer vorskippen, wenn ihr das Ganze nicht sehen wollt. Profile. Rankings. Mit Elo. Level war das Standard. Tournament Qualifying starts April 28 bis 21. Mai. Level Friends Quests. Oh, es gibt Quests, okay. Can be completed daily. One random card. Ja, was ist denn für eine Quest? Achso, complete a quick match. Okay. Also wenn du jeden Tag ein Quick Match machst, kriegst du mal eine random Card. Sonst noch so ein paar tausend andere. Ja, dann würde ich mir sagen, fällen wir mal unser erstes Spiel oder so, ne? Oder machen wir das Tutorial. Natürlich sind die meisten Spiele auf Englisch, ne? Was habt ihr euch mittlerweile schon gesehen? Tutorials. Scenarios designed to teach you the basic skills. Jo, kriegen wir hin. Casting Cards. Complete all tutorials and then two cards. Jo, kriegen wir hin. Ich würde sagen, wir spielen das komplette Tutorial durch, machen dann ein Match. Dann haben wir vielleicht genug, ne? Könnte ein bisschen lang werden. Aber wir sehen mal. The object of the game is to destroy your enemy's hero and shrines before they destroy yours. Es gibt auch so ein Spiel auf Steam, glaube ich. Mit so, auch mit Team Fortress Charakteren kann man sich da freispielen. Und so ein Zeug, ich weiß gar nicht, wie es heißt. So, ja, das habe ich hier gelesen. So. Your minds produce resources at the beginning of your turn. Würde heißen, ich krieg jetzt. Wie zeigt er hin auf die? Oder sind. Nee, hä? Meins sind doch jetzt diese Dinger. Your available resources are shown below. The error. Resources are used to play cards. Ja doch, es waren doch alle. Er hat noch nicht auf alle Pfeile gemacht. Okay, so click the soldier cards cycle below and drag it to a spawn tile on the left. Okay, ich kann nur auf den Teilen spawnen. Also die, falls ihr jetzt kein Englisch könnt, habt ihr wahrscheinlich eh schon abgeschaltet. Jede Mine hier, diese Teile, die so aussehen wie so Herze, bringen mir einen Kristall, die baue ich um Viecher zu spawnen und die kann ich nur auf diesen Feldern spawnen. Und ich soll jetzt hier so ein Drachenvieh spawnen. Okay, ob das irgendeinen Sinn macht, wo ich den spawne, wird wahrscheinlich noch erklärt. So, muss mit dem Mauszeiger drauf zeigen, nicht so, dass er drauf fällt. Okay, great. That soldier costs 2 gold resources, leaving you 5 for this turn. Soldiers deployed cannot move or attack until next turn. Das ist ja in den meisten Spielen. Wenn man sie spawnt, müssen man eine Runde warten. Okay,
Okay, now drag the upgrade mine spell card from your hand and drop it onto one of the mines. Kostet mich das nicht ein Kristall? Das ist wahrscheinlich nur Tutorial. Oder heißt das ein... Das heißt wahrscheinlich ein random Kristall, egal welcher Farbe. Nehme ich jetzt mal an, ja. Excellent! Now that mine will produce two minerals next turn. Next, cast the Hammer Smash spell card by dragging it onto an animal's soldier tile. Mal kurz, um das zu checken. Target soldier takes 70 damage and loses all movement and activated abilities until end of next turn. Der hat ganz zufällig noch genau 70 HP. Abilities Backstep und Stealth. Das ist wahrscheinlich Attack, Defense, Movement. Das ist wahrscheinlich Range, die er attacken kann. Das ist irgendwie ein Fernkämpfer. Ah, es ist auch so wie so eine Weltkugel geformt. Das nach hinten sich ein bisschen krümmt. Ganz interessant gemacht. So, aber wie sollen wir jetzt töten? Wird schon lange genug dauern, das Tutorial müssen wir sich noch länger herauszögern hier, ne? Das war's dann auch schon. Open. 44 Coins. Yeah. Tutorial 2. In this tutorial, you will move your soldiers into range of the enemy and defeat him in one round. Select your battlefield medic by left-clicking the tile she is standing on. Heal the friendly unit for 100 HP. This soldier has a range of 3 and can attack any enemies within 3 spaces. Heißt das 1, 2, 3 oder heißt das 1, 2, 3? Das ist noch die Frage, die man erklären müsste. Oder auch 1, 2, 3. Ich meine, es ist wahrscheinlich so. With the medic selected, right click the red tile. You receive 10 action points to spend each round. Attacking costs 1 action point. Okay. Select the Giant Slayer. Okay. Er kann sich 4 bewegen, hat eine Range von 1. Okay, das habe ich schon gut geraten. Okay. Also können 1, 2, 3, 4. Ja, ist also so, wie ich gesagt habe. So. Moving costs 1 action point as well. Each soldier has a certain number of spaces. It can... Okay. Also angreifen kostet 1, bewegen kostet 1 Punkt. Wir können maximal 10 Züge mit all unseren Einheiten machen in einer Runde. Okay, now that your soldier is in range, attack the enemy. Bam. Get it down. Get it down. Finish him. Haben wir geschafft. Zack. Ember Cult XP. Das ist also Fraktions XP. So. Was ist unser Job? Move to mine. Begin mine construction. Ach so. Das sind mines. Complete mine construction, complete mine construction, capture neutral spawn points. Ist das da ein neutral spawn point? Oder das da? Man weiß nicht. Okay, move your giant slayer adjacent to the uncompleted mine dirt. Zack. With the giant slayer selected, right click. Kann das eigentlich jeder? Oder ist das... Nö, müsste jeder können, oder? Hätte ich das nur mit der machen können? Egal. With the Giant Slayer selected, right click on the empty mines tile to begin construction. Okay. Right click. Ah, nicht angeklickt. Sorry. The mine is completed in 2 steps. Also okay, wir brauchen 2 Runden, darum sollte ich den hinbewegen. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Darum steht es auch hier oben zweimal. Excellent! The more mines you control, the more resources you will have each turn to cast cards. You can also break your opponent's mines the same way.
Maps have several capturable spawn points that will allow you to deploy soldiers closer. Okay, jetzt haben wir nur Spawnpunkte, die beide Fraktionen einnehmen können. Move your animated slab. Okay, der gehört zu mir. Zack, eingenommen. You now have a strategic deployment zone. Okay, haben wir gecheckt. Wir haben einen Lightbringer Staff bekommen. Ankommen. Weiter geht's. Und zwar equip Demon Blade und Ghoul Blade. Und noch so Painbringer. Und unseren Helden Scorn Blackheart. Achso, der könnte. Okay, der Held kann auch craften. Okay, Enchantments can be used to make your soldier more powerful. Drag the Demon Blade Enchantment. Enhancement. Habe ich vorhin auch Enchantment gelesen? Ja, steht Enhancement. Sorry. To your Ghoul Blade Soldier's Tile. Kostet mich 2 Lidane. Bam. The Demon Blade Enhancement ignores all defense of the enemy, resulting in powerful attacks. Defense hat die denn? 25, okay. Hero linked. 50% of damage done by this soldier is added to your hero's health. Oh, das ist cool. When this soldier attacks, friendly soldiers gain plus 10 damage at one move until it attack. Okay. So, bam. Okay, this ability combined with the Demon Blade enhancement is a great way to keep your hero alive. Some soldiers have activated abilities. Select Painbringer and activate his Blood Boil ability before attacking. This unit loses 25 HPs and gains plus 50 damage until the end of the turn. Okay. Wie viel HP hatten wir? 400, ja, ist ja nicht so viel. The soldier loses some health, but gains a big damage boost on his next attack. Wir haben eine Range von 3, können den also angreifen. Kriegen dafür scheinbar auch mal Kristalle, weil bisher haben die immer Kristalle gedoppt und dann war das Tutorial immer vorbei. Wir haben ein Silver Shield, eine Rare Karte. So, your hero is your commander on the battlefield. As he accumulates mineral resources, you will become more powerful. Leftover minerals will be collected by your hero at the end of your turn. Watch as the leftover minerals power your hero. Okay, also nicht 2, 4, 6, 8, 10. So, das sind die Dinger, die sie immer droppen, wenn ich zum Beispiel den Killer, glaube ich. Wenn ich 10 davon habe, wird mein Hero hier ein bisschen episch geupgradet. Zu einem dicken Big Boss. Okay. Watch, ja, das habe ich schon geguckt. So, jetzt wird er hier gepowert oder was? Und dann. Select your hero and press View to see it has 10 gold minerals and is ready to transcend into epic form. Transcending your hero into epic form. Once your hero has accumulated enough resources, you will transcend automatically at the beginning of your next turn. Okay. Transcending will boost the stats and grant him a powerful activated ability. Können wir mal gucken, wir haben 117, 30. Und haben immer noch. Nee. Haben hier 15 bekommen, da irgendwie 30 dazu. Nein, nicht ganz. Aber fast. Und unsere Ability ist jetzt Lightning. Lightning Attacks. What? Lightning Attack that affects up to 3 enemies and units. What? Three enemy units within 5 spaces. Okay, ich kann also 3 Gegner innerhalb von 5 Spaces entfernen. So, ich kann keine Fähigkeiten casten, weil die mich was kosten.
Okay. Wir haben auch eine Range von 2, also können wir den angreifen, weil dem gehören ja die vier Felder, wie ihr hier seht. Und dem als 1, 2. Kann ich den angreifen. Bam. So, nochmal 60 Gold. Und das letzte Tutorial. Das nochmal ein komplettes Match ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht.